Das ist für die Anzeige gedacht. Egal, jetzt weiß ich jetzt wenigstens, wo alles ist. Ich bin schon fertig gelötet. Nein! Wir haben immer noch keinen Blut. Willkommen bei den Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei unserem 400.000 Audi ist das kaputt gegangen. Ja, unser Display geht nicht mehr. Wie man sieht, sieht man nichts. Problem, weil er immer so hoch runter geht, gehen immer die Kabel kaputt. Ich hoffe mal. Also meinst du einen Kabelbruch? Ja, weil unser System ist ja Android-System. Es kann auch sein, dass unser Display kaputt ist. Komplett. Deswegen werden wir erstmal schauen. Wir haben eine Sicherung, das werden wir abchecken. Ansonsten müssen wir einmal komplett rausholen und gucken, ob wir Kabelbrüche haben. Also machen wir erstmal die Sicherung. Erstmal Sicherung, dann muss ich hier weg, glaube ich. Was hast du denn deine Werkzeugtasche mitgebracht? Oh. Ja. Für solche Stellen dann, ne? Wo man so. Ja, damit du halt nichts kaputt machst. Ja, das ist ja super. So, das ist der hier. So, das ist auch der erste hier oben. Ist das der? Ja, aber das ist es nicht. Hoch. Oder ist das der untere erste? Ne, ist es nicht, weil da ist er nicht. So, der ist auf jeden Fall heile. Aber guck mal, da ist nur noch ein Steckplatz, ganz vorne. Guck mal hier. Aha, und dann haben wir noch mal das hier. Was ist das? Ein Relais. Okay. Okay, wenn wir ein USB suchen sollten, ne, können wir hier von hier nehmen. Was ist mit dem Steckplatz hier, der leer ist? Das ist egal, da ist auch nichts drin, Alter. Aber hier haben die auf jeden Fall Masse genommen. Sehe ich da, dann haben die hier ein Kabel gezogen, da ein Kabel gezogen, also mehrere Kabel gezogen. Ja, du hast das pinke Teil nicht dran gemacht. Welche pinke? Ach so. Links in deiner Hand. So, hier ist auf jeden Fall die Sicherung ist in Ordnung. Das ist der erste auf jeden Fall. Also, da brauchen wir nicht machen. Also, es liegt definitiv irgendwas am Kabel, hoffentlich. Und das werden wir jetzt sehen. Jetzt müssen wir einmal das hier ausbauen. So. Ihr müsst aufpassen, das ist Plastik, kann natürlich schnell kaputt gehen. Muss man echt aufpassen. So, nichts ist kaputt. Da bricht schnell was ab, ne, bei solchen Sachen. Ja, hier haben wir 8er, da haben wir 8er, also 4 mal 8er. Müssen wir lösen. Ich brauche auch ein Cuttermesser gleich. Ups, der ist hier reingefallen. Alter, das ist so bequem. Die macht nein, aber Massage so sehe ich gerade richtig. Nein, ich habe keine Massage. Ich sehe dich gerade richtig so vom, von der Beleuchtung her sieht das gerade hier so, so optimal aus. Warum nicht hier? Das zeige ich auch. Man sieht dich komplett. Ja, man soll wollen ja die Leute das so genau sehen hier? Das ist auch dann dunkel wieder wahrscheinlich. Ja, genau. So ich bin ja nicht bekannt für ganz dann genaue dann lass Sachen mich mal zeigen. Ein Licht holen, dann kann ich da genauere Aufnahmen machen. Da haben wir die 4 Schrauben ab. Dann können wir das Ding hier rausholen. Ja, auch aufpassen. Hier müssen wir auch so das hier abbauen. Stimmt. Hier mal so eine Abdeckung. Den müssen wir auch noch abmachen. Und dann hier bei dieser Leiste müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil die geht auch schnell kaputt. Ach, die gehen auch ineinander rein. Ja. Das Ding ist leer. Sorry. So, dann hier rausstecken und dann kannst du es einfach abziehen. Also es ist eigentlich ganz leicht. Aber ich muss sagen, der funktioniert bei mir nicht, ne, Aldosch? Die linke? Ja. Der mache ich immer zu, auf, zu, der geht, kommt immer. Das können wir jetzt prüfen, oder? Ja, jetzt prüfen wir das. So, dann müsste der eigentlich so rausgehen. Natürlich haben die ein paar Stecker dran, aber diese Stecker, die sind uns eigentlich egal. So, das hier. So, die Stecker können wir jetzt so ein bisschen runterbauen. Das ist jetzt nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ah, ich sehe schon. Guck mal. Was hast du? Das fehlt. Guck doch mal. Hier haben wir so eine Stange und hier haben wir keine Stange. Ist die da drin oder was, die Stange? Ne, die ist tatsächlich nicht da. Ach, guck mal, die ist abgegangen. Aber die ist auch nicht da. Ach, das können wir gar nicht die Lüftung auf und zu drehen. Ja, also, okay. So, wenn ihr alle Schrauben abhabt, dann müsst ihr das Ding eigentlich so rauskriegen. So, was jetzt sehr, sehr interessant ist, vielleicht für den einen oder anderen, wie das Ding hier funktioniert.
Mit Seilzug, ne? Ja. Und dann auch mit dem Seilzug wieder zurück. Siehst du? Aber funktioniert nicht. Also nee, keine Anzeige. Nicht. So. Und dieser Stecker, was wir brauchen, ist der hier. Irish. Der ist eigentlich für die Dings gedacht. So, ja. Der hier. Oh, kann ich sogar so rausholen. Das hier. Das ist für die Anzeige? Das ist für die Anzeige gedacht. Aber hier haben wir noch mal einen. Den müssen wir hier abknipsen hier. Den knipsen wir ab. Da drin ist irgendwas faul. Guck mal, der ist ja so und dann geht er so hier rein. Und ich schätze mal, dass er hier, also in der Regel geht er immer hier kaputt. Ich hoffe mal, wie gesagt, es kann auch sein, dass die Anzeige kaputt ist. Das werden wir jetzt sehen. Ne? Wir werden ihn jetzt auch nicht messen. Ich werde sofort das mal aufschneiden. Mal schauen. Ja, das war ja wirklich auch schlagartig. Ja? Das ist jetzt mal ab und zu passiert, würde ich sagen, okay. Ja. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier einen Kabelbruch haben oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Das kann ja schon. Oh ja, ich fühle schon hier was. Echt jetzt? Ja, heißt aber nichts. Werden wir sehen. Ah, dann kriegen wir es so auf. Da bin ich mal gespannt. Oh, das sieht gut aus. Mal gucken. Oh, 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 yes. Hier glaube ich, einen Knick zu haben, glaube ich. Kann das sein, dass wir hier einen Knick haben, Eidosch? Das sieht schon ein bisschen... Soll ich den mal ausschneiden, ja? Schneidest du trotzdem ab? Ah, da hatten wir den Knick. Oh nein. Weiter unten war der Knick. Siehst du? Musst du doch mehr aufmachen. Ich stell dir vor, wir hätten das jetzt gemacht. Funktioniert immer noch nicht. Ja, das wäre echt. Ah, guck mal, hier, guck mal. Oh, ja, offen, ich hab's gesehen. Oh ja, beide sind sogar offen. Oh, Alter, krass. Das war richtig auf. Aber warte mal, guck mal. Der Knick war ja so, ja. So. Und hier ist der kaputt gewesen. Das stimmt. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, das war jetzt der Knick. Wow, okay. Ja, den werden wir auf jeden Fall verlängern müssen. Jetzt sowieso. Guck mal, der geht auch schon kaputt. Okay. Eidosch, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Oh, ja, ja. Ich würde mal sagen, so 5 cm Kabel. Ne? Verlängern wir das Ganze mal. Schöne Grüße an... Mike hat mir die Kabel gebracht. Ach, guck mal. Ist Mike nicht der mit dem Polo? Ja, Mike ist der mit dem Polo, genau. Siehst du? Ich musste noch mal hier für den Kfz-Meister Radio einbauen. Verdammt. Du weißt doch, ich bin elektrisch nicht so fit. Kannst du mir Dings einbauen? Dann brauche ich das noch, das noch, das noch, das noch. Ich so, ja, mach ich. Gib her, ja. So voll krank Radio eingebaut. So, schon fertig gelötet. Die beiden löten mal ganz kurz zusammen. Aber bevor wir jetzt einbauen, testen würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Oder ist noch ein Kabel hier durch? Nee, normalerweise kann nicht. Kann nicht sein. Ah. Und? Nein! Wir haben immer noch kein Bild. Oder vielleicht ist diese schon jetzt doch durch. Oder guckst du das noch mal kurz an? Ihr habt es ja gesehen, es hat nicht funktioniert. Weil wir ja ein Android-System hier haben, haben wir gedacht, okay, es liegt irgendwie im Android-System. Hier haben wir ja die ganze Zeit gesucht, weil ich dachte, der erste ist für den Display. Da haben wir das abgesteckt und immer wieder ist der Lüfter angegangen. Dann haben wir die ganze Reihe überprüft, aber die untere Reihe nicht. Und was haben wir gesehen? Es war eine untere Reihe, der zweite. Also B. Und siehe da, der war kaputt. Jetzt machen wir den rein und schauen wir mal, ob der kaputt geht oder nicht und ob es funktioniert, weil wir nehmen euch jetzt mit. Wahnsinn, ne? Und guck mal, was wir alles gemacht haben. Oh nein. Ach, guck mal, bei euch. Was? Guck mal. Du bist einer, wieso hast du nicht direkt da alles geguckt? Ah, ja. Guck mal, was wir hier veranstaltet haben.
Ja, also ich habe aber auch Sachen hier gesehen, Alter, das geht gar nicht, ne? Also dazu kommen wir jetzt gleich. Wir bauen das mal ganz kurz hier zusammen wieder. Egal, jetzt weiß ich jetzt wenigstens, wo alles ist. Es funktioniert wieder, das ist das Gute. Die sehen doch klein aus. Noch kleinere gibt es nicht. Nehmen wir die. Also die sehen hier am kleinsten aus. Ich habe die jetzt die gebracht. Weil das wirst du immer wieder haben bei so einem Radio. Was sich immer wieder bewegt, das kann auch kaputt gehen. Ne? Gut rein und raus fährt. Ja, funktioniert. Kein Bild. Jetzt hast du aber geguckt. An was hast du jetzt gedacht? Warum lachst du? Nichts. Mach ich ja nur. So, jetzt einmal nochmal einen Test. Sicher ist sicher. Ja, natürlich. Ich durfte das Auto 2-3 Tage fahren und ich hatte kein Radio. Das fand ich nicht nett. So, einmal. Zweimal. Dingen sitzt hier auch. Und jetzt müssen wir den noch ein bisschen hier rüber. So, so. Und der Riegel passt auch. Sehr schön. Super. Hier gewesen. Ich musste dahin, ich weiß nicht warum. Du siehst nicht gut aus und dann redest du dir erst so ein. Ja, stimmt, mir geht's nicht gut. So. Oh. Mal gucken. Und Eidosch, es funktioniert. Endlich. Ja, kommen wir auf jeden Fall hier hin. Hier ist echt katastrophal eingebaut. Ja, also. Ja. Es ist Wahnsinn. Ein Kabelsalat, genau, oder? Das Ding hier hängt hier rum, das hängt rum, das hängt rum. Also wer das gemacht hat, hat es nicht schön gemacht, ne? Nee. Also das werde ich auf jeden Fall noch mal ändern. Zusammen? Ich baue hier mal erstmal zusammen, mache das hier mal ein bisschen schick. Schön. Weil ich habe ja auch noch eine Kamera vorne, ne? Die Kamera muss ich auch noch mal hier anschließen. Ah. Weil die funktioniert nicht, weil der nicht angeschlossen ist am System. Willst du das direkt mitmachen? So, ja, ja. So, ja. Dass wir mal Rückwärtsgang rückwärts anzeigt und sobald wir auf D wieder sind, aber er immer noch auf Parkmodus ist, dass er vorne anzeigt. Also nur im Parkmodus ist das dann, ne? Ja, ja. Das muss ich noch einstellen. Gut, okay. Danke schön fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr mal sowas habt, dann wisst ihr, wo ihr suchen müsst. So, ich mach das mal hier fertig. Tschüss. Bu kadar basit mich mehr.